Es ist ein ganz besonderes Elektroauto, denn es ist nicht nur ein gewöhnliches Elektro, sondern zudem auch ein Solarauto. Der Sion, gebaut von dem Münchner Startup Sono Motors. Für mich das Elektroauto 2018. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht. Doch was kann das Solarauto wirklich? Wie weit ist es in der Entwicklung und wie nachhaltig ist es tatsächlich? Alle wichtigen Facts zum Thema jetzt bei Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Ja, und vielen Dank für den Themenvorschlag aus der WhatsApp bzw. Messenger Community. Zitat: Die größten Herausforderungen bestehen darin, den Missbrauch von wertvollen und endlichen Ressourcen, wie zum Beispiel Erdöl, maßgeblich zu reduzieren. Denn Erdöl ist ein wichtiger fossiler, nicht erneuerbarer Rohstoff. Unser wichtigstes Ziel ist der Schutz der Umwelt. Nur deshalb gibt es Sono Motors überhaupt. So heißt es auf der offiziellen Webseite des Münchner Startups. Fest steht, auf der Karosserie des Elektroautos sind überall Solarpaneele verbaut. Insgesamt sind es 330 monokristalline Silizium-Solarzellen auf Dach, Heckklappe, Motorhaube und an der Seite. Sie liefern 2,65 Watt pro Zelle bei einem Wirkungsgrad von 24%. 7,5 Quadratmeter bilden die Zellen insgesamt und sollen an sonnigen Tagen dafür sorgen, dass der Solarstrom den Akku so weit auflädt, dass er zusätzliche 30 Kilometer fahren kann. Wenn Wolken am Himmel sind, sind es immerhin noch 15 Kilometer Reichweite, die dazukommen. Und das ist wirklich eine Menge. Bisherige Entwicklungen kamen nicht im Entferntesten auf solche Werte. Das Ganze funktioniert tatsächlich wie auf einem Hausdach mit Solarmodul. Das Sonnenlicht setzt Elektronen im Silizium frei und liefert so Gleichstrom. Dieser wird dann in die wassergekühlte Lithium-Ionen-Batterie, die eine Kapazität von 35 bis 45 Kilowattstunden hat, im Unterboden gespeist. Wie bei den meisten anderen Elektroautos auch, wird diese beim Bremsvorgang aufgeladen. Falls die Batterien dann leer sind, gibt es einen Haushaltsstecker und einen Schnellladestecker. Zudem kann es auch von anderen Autos Strom zapfen. Aber es kann tatsächlich auch selbst als mobiler Stromspeicher dienen, denn der Wagen kann mit der Sonnenenergie nicht nur seinen eigenen Akku laden, sondern theoretisch auch andere Elektroautos. Zudem soll man sich mit einer App verbinden können, falls man doch einmal liegen bleibt. Die App zeigt dann an, wo der Sion oder andere Elektroautos stehen, die Strom benötigen, und die anderen Leute können dann Starthilfe geben. Doch die App, die soll noch mehr bieten. Durch sie können Mitfahrgelegenheiten organisiert werden oder Leute aus der Nachbarschaft, mit denen man sich das Auto teilen könnte, die können dann gemeinsam darauf zugreifen und das organisieren. Und das finde ich persönlich eine richtig gute Sache. Ein Auto, das ab Werk auf Carsharing-Konzepte getrimmt ist. Zudem verfügt das Solarauto über einen Luftfilter aus Moos, der Feinstaub aus der Luft filtert und Schall dämmt. Eine vierköpfige Familie soll das vollbetankte Auto dann 250 Kilometer weit bringen. Und für Familien und den Mittelstand ist dieses Auto auch vorrangig gedacht. So hat es zwar nicht den Luxus eines Teslas, doch dafür ein Instandsetzungskonzept, das ans Fairphone angelehnt ist. Die Fahrer und Fahrerinnen können also problemlos selbstgemachte und lizenzfrei herstellbare Ersatzteile nachkaufen und einbauen lassen. Bisher gibt es aber erst zwei Prototypen, die im letzten Jahr durch Europa getourt sind. Das ist jetzt auch für Deutschland geplant. Derzeit steckt Sono Motors in der Serienentwicklung. Bis 2019 wollen sie das Solarauto auf die Straßen bringen. Bis dahin werden die einzelnen Teile auf Resistenz und Leistungsfähigkeit geprüft. Im Sommer, also jetzt, steht dann ein großer TÜV-Crashtest an. Hier wird vor allem spannend, was mit den Solarzellen passiert. Sie sind mit einer Schicht aus Polycarbonat überzogen. Und das Münchner Startup ist zuversichtlich, dass sie Unfälle gut überstehen. Die Schicht sorgt außerdem dafür, dass das Auto ziemlich kratzresistent ist. Die Kosten etwa 16.000 Euro ohne Batterie. Die kann man mieten oder kaufen und dann kommen nochmal 4.000 Euro dazu. Mein Fazit: Bisher klingt das alles so, als sei das Solarauto ein innovativer Schritt hin zu einer tatsächlichen Solarelektromobilität, die umsetzbar ist. Vor allem im Zusammenspiel mit einer entsprechenden Infrastruktur, also mit Solarstraßen und Radwegen, die ihre eigene Energie bereitstellen. Und wenn dann noch Solarzellen mit einem höheren Wirkungsgrad auf den Markt kommen, wird das extrem spannend. Schon jetzt hat man am Fraunhofer Institut Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von mehr als 30% entwickelt. Ja, Solarenergie wird also auch für die Mobilität immer interessanter. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich, von jedem Upload, und zwar noch vor allen anderen, täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt und jetzt auch immer mehr Videos dafür. Hier klicken, aber nicht die Glocke vergessen. Und hier geht's weiter mit dafür auch draufklicken. Elektroauto für jeden. Bis dann.
Bleibt dran.